Hallo Freunde der Sonne, mein Name ist Ivaldo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Wir befinden uns mit dem guten Ezio in Florenz und wir sind beim letzten Mal ziemlich weit gekommen, finde ich. Wir haben eines der... Oh, ich sehe es hier. Ups, das war zu weit. Eines der Assassinengräber haben wir ausgehoben. Haben wir erforscht und eines der Schätze gefunden. Und ich glaube, ich möchte weiter diese Assassinengräber suchen, finden und ausrauben. Damit wir an die besondere Rüstung kommen. Von dem guten Altair bei uns zu Hause. Ja, da gab es auch einen Tipp in den Kommentaren. Vielen Dank nochmal dafür. Wir sollten dem hinterhergehen. Was wir hier noch haben, sind natürlich die Templer-Verstecke, die würde ich auch gerne machen, bevor wir uns weiter der Hauptstory widmen, die sich hier hinten befindet. Nach Monteriggioni müssen wir nämlich, und das machen wir erstmal nicht. Ich würde gerne auf dem Weg Schätze mitnehmen, die Assassinengräber mitnehmen, die Templer-Verstecke und wenn möglich auch diese Codex-Seiten. Das scheint mir doch sehr interessant zu sein. Ich hoffe, dass wir alles finden, was ich mir auch erhoffe und wünsche. Ich kann natürlich nichts versprechen, aber ich gebe mein allerbestes, Freunde, ihr wisst das doch. So, sitze ich überhaupt richtig? Kann man mich überhaupt hören? Ich denke schon. Ich denke, das klappt. So, also, ich würde sagen, wir machen uns erstmal auf den Weg zum Assassinengrab. Das ist auf der anderen Seite dieses wunderschönen Bauwerkes. So. So, ich muss ein bisschen die Steuerung natürlich wieder lernen, weil ich ein paar Tage nicht gespielt habe. Wie immer, Freunde. Ihr kennt mich doch. Autsch. Sorry. Nicht schreien, Lady. Alles ist gut. Oh. Ja, klar. Das bin dann wohl ich. Der gute, gelenkige Ezio. So, okay. Ich hoffe, wir kommen da einfach rein. Geht das? Weil hier wird es angezeigt. Heißt aber nicht... Was ist denn... Was ist denn das hier? Was ist auf der Minimap? Was heißt das? Keine Ahnung. So, hier ist es also. Wir können einfach interagieren damit. Einfach so. Das könnte doch jeder machen. Ich finde das wirklich ein Rätsel. Warum das nicht irgendjemand versucht. Irgendjemand muss auf die Idee kommen, dieses Ding da zu berühren. Naja. Wir sind natürlich dafür ausgebildet. Wir sind Assassine. Oha. Natürlich ist nicht jedes Assassinengrab gleich. Wir werden wahrscheinlich Rätsel lösen müssen oder Parcours bestreiten müssen. Bitte, haltet euch von den Kunstwerken an den Wänden fern. Und wenn deine Männer den Dom bemalen, dürfen sie die heiligen Reliquien in der Lanterne nicht stören. Das sind die wichtigsten Artefakte unserer Kirche. Ist das so? Ja, Padre. Passt ihr auf, dass ihr uns die komplette Summe für die Arbeit bezahlt. Okay. Und was machen wir jetzt hier? Wir gucken um die Ecke. So, okay. Der gute Ezio. Wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Die riesigen Tore schließen sich. Das Geheimnis des Duomo. Die Basilika Santa Maria del Fiore erkunden und das darin versteckte Assassinsiegel finden. Wird akzeptiert, Freunde. Oben auf das Tor klettern. Oben auf das Tor klettern? Okay. Kein Problem, denke ich. Warum wurde das hier gerade so komisch gezeigt? Weil man hier hochklettern kann? Okay. Ja, das ist jetzt nicht so schwer. Den Assassinen-Sarkophag finden. Von hier? Hier rüber, oder was? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich probiere einfach mal was. Oh mein Gott. Nein, so nicht. Das sieht besser aus. Wir haben ein neues Ziel. Ich hoffe sehr, dass wir hier richtig sind. Ob das hier richtig ist, weiß ich noch nicht so genau. Das sieht alles... Oh mein Gott.
Ich glaube, wir haben eine Abkürzung. Jetzt habe ich einen Weg nach oben, falls ich abstürze. Alles klar. Abkürzung, das heißt Checkpoint erreicht. Jawohl. Sehr, sehr schön. Ist jetzt die Frage, wo können wir jetzt lang? Hier hoch? Nein, das ist nicht richtig. Aber hier können wir lang. Ja. Es ist ein Parcours, wie gesagt. Auch das wird es wahrscheinlich öfter geben. In diesen Assassinengräbern. Ich denke, hier lang. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite kommen, dieses Raumes. Aber wir sind ein Meister-Parcours-Parkourant. Wie nennt man das überhaupt? Parkourläufer? Ja, ne? Ich glaube schon. So, das sieht doch alles sehr, sehr professionell aus, Monsieur Ezio. Läuft ganz gut. Noch sind wir nicht abgestürzt. So, jetzt, hier rüber, geht das? Kommen wir soweit? Natürlich, ich bitte dich. Das ist doch gar kein Problem für uns. Ob das der richtige Weg ist, weiß ich noch nicht so genau. Sieht aber auf jeden Fall alles richtig aus. Okay. Nächster Checkpoint. Alles klar. Wir können zufrieden sein. Momentan läuft es ganz gut. Die Kamerafahrt zeigt uns wahrscheinlich, wo wir hin müssen. Aha, hier oben hin. Zu der Leiter. Den Assassinen-Sarkophag finden nach wie vor. Ja, weiß ich doch. Das weiß ich doch, Freunde. Okay, wo muss ich jetzt... Wo könnte ich jetzt hier? Könnte ich rüber? Das ist der richtige Weg hier? Vielleicht. Das sieht richtig aus in jedem Fall. Auf das Kreuz glaube ich nicht. Eher hier lang. Ich probiere einfach mal aus, ob das hier der richtige Weg ist. So. Ah, okay. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus, Freunde. Ich mag sowas. Ich mag sowas ganz gerne. Solche Parcours. Parcours. Heißt es Parcours oder Parcours? Weiß ich gerade nicht. Mein Wortschatz lässt gerade nach. Aber das sieht sehr gut aus. Immer weiter nach oben. Da kann man nichts mit falsch machen. Hier rüber. Ja. Wir müssen da oben hin irgendwie. Das wird schon. Alles wird gut. Checkpoint erreicht. Wunderschön. So, und es geht weiter nach oben. Aber nicht von hier. Vielleicht von dieser Seite. Auch nicht. Nee, der will nicht nach oben. Versuchen wir jetzt noch ein Stückchen weiter in diese Richtung. Vielleicht kann er ja hier hoch. Aha, hallo. Und schon sind wir wieder ein Stockwerk nach oben gekommen. Sieht gut aus. Aha, hier vielleicht. Als wäre das alles schon so vorpräpariert, weißt du? ach ja, man kann einfach drumherum. Noch ein Checkpoint erreicht. Wunderschön. Okay, das sieht eindeutig nach dem richtigen Weg aus hier. Bisher haben wir noch keinen großen Fehler gemacht. Sehr zufrieden. Man kann nicht meckern mit meinen Parkour-Künsten hier. Laufen gerade im Kreis? Nee, ne? So richtig hier. Das sieht auf jeden Fall richtig aus. So, was ist das hier?
Alles klar. Okay, das war eher Glück, dass ich das gesehen habe. Ich bin einfach mal nach oben gesprintet. So. Ja. Aha, okay. Kann man hier hoch? Kann man. Aha. Geil, okay. Ich meine, das muss ja irgendjemand gebaut haben. Ne? Warum kommen die Leute nicht darauf, hier hochzugehen? Und schon sind wir in der Schatzkammer. Da ist auch der Sarkophag, den wir benötigen. Ich schnapp mir erstmal die kleinen Dinger hier. Plündern. Das lief doch super. 250 Florin. Wunderschön. War hier nicht noch so eine kleine Kiste? Da. Ja, damit wieder 250 Florin, oder was? Selbstverständlich. So, und jetzt kommt das Große. Auch hier ziehen wir einfach nur da dran. Und schon öffnen wir Le Sarkophag. Was haben wir drin? Die nächste Steinplatte. Durchs nahe Fenster entkommen. Okay. Den Siegel von Itani haben wir eingesammelt. 2 von 6 Siegeln haben wir also. Erinnerung synchronisiert. Sehr, sehr schön. Denn wir sind ein Chorknabe. Das Geheimnis des Duomo einfach mal so nebenbei. Einfach so mitgenommen. Gar kein Problem für uns. Wir sind ein Meisterassassine. Und Meisterassassinen können sowas. Mit links. Oder mit rechts. Je nachdem, was für einen starken Handschlag man hat. Keine Ahnung, was ich hier laber. Auf jeden Fall haben wir dieses Assassinengrab ausgehebelt. Wir haben es geschafft und sind ganz oben. Haben wir das hier schon? Ich überlege gerade, ob wir hier... Oh, hör mal. Hallo. Hallo. Was haben wir denn hier? 180 Florin. Nehme ich einfach mal so mit. Und hier sind 200 drin. 100. Ah, ist okay. Ah, ist okay. So, okay, den Aussichtsturm hier haben wir wahrscheinlich schon, wenn es hier denn überhaupt einen gab. Ich würde sagen, wir gehen weiter Richtung Norden, denn hier gibt es das Templerversteck. Aber erstmal holen wir uns diesen Aussichtspunkt hier, damit wir ein bisschen die Map aufdecken können. Finde ich eigentlich mal ganz nett. Kann man hier einfach runterspringen? Das bezweifle ich sehr, oder? Wo kann man denn runterspringen? Woran sieht man das? Wo man runterspringen kann? Shit. Ich glaube nicht, dass man... Ich glaube nicht, dass das geht. Wir müssen eh in die andere Richtung. Wir müssen sowieso hier hin. Vielleicht kann man ja von hier oben hoch runterspringen? Mal gucken, was es hier so gibt. Was ist denn... Eine Feder! Okay. 3 von 100 Federn. Alter. 100 Federn, Freunde. Was bekommt man dann? Also ganz ehrlich, was bekommt man dann, wenn man alle Federn eingesammelt hat? Ich meine, wir müssen die Federn abgeben im Zimmer von der Mutter. Da ist ja so eine Kiste, glaube ich. Da kann man... Oh mein Gott. Ja, das sollte gar nicht so... Nein. Ey, wie soll man denn da runterkommen? Ganz ehrlich. die Truhe ist in dem Raum von der Mutter im Anwesen. Und wir sind wieder unten. Okay, perfekt. Besser ging es ja gar nicht. So, wir gehen Richtung Norden. Warum ist das nicht mehr markiert? Ich habe das doch markiert. Was soll denn das? Frechheit. So. Okay, wie gesagt, Ruhe ist im Zimmer der Mutter, aber ich weiß nicht so recht, was das bringt, was wir dadurch bekommen. Bekommen wir irgendeinen Secret? Ist das so? Wahrscheinlich bekommt man irgendwas Cooles dann, oder? Irgendwie einen Ausrüstungsgegenstand oder... Ich bezweifle sehr, dass wir alle Federn finden werden. Seien wir mal ehrlich, ich habe jetzt keine Lust, 100 Federn zu suchen. Wenn wir die finden sollten, ja... Während wir spielen, nehme ich dir natürlich mit. Alter, was mache ich denn? Wohin fliege ich denn? So. Dann nehmen wir die natürlich mit. Ansonsten
Ich werd nicht aktiv danach suchen. Das ist too much. Das ist too much. Das kann man da hinten. Ich sehe da hinten schon eine Feder. Ist das eine Feder? Ihr dürft hier nicht sein. Ja, ich will nur die Feder. Ja, ich gehe sofort. Ich will nur die Feder. Okay, tschüss. So, Aussichtsturm ist das Ding hier. So, wer seid ihr? Anheuern. Sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend? Was macht ihr hier oben auf dem Dach? Was stehen die hier rum? Okay. Lassen wir die einfach hier rumstehen. Man könnte sie anheuern. Da hinten ist noch eine Feder. Ich habe ja gesagt, wenn wir die Federn finden, dann schnappe ich sie mir. Nein! Ezio macht mich fertig. Alter, du bist doch ein Meisterassassine. Wie kannst du nur so runterspringen und runterfallen? Wie so ein Sack Kartoffeln. Okay, jetzt schnappen wir uns das Ding. Yes. Hat er mit uns geredet? Wir hauen lieber ganz schnell ab. Man könnte jetzt diese Banditen da unten anheuern und die Soldaten angreifen, aber ganz ehrlich, brauche ich nicht. Wir synchronisieren erst einmal. Das würde ich gerne, also die Aussichtspunkte würde ich gerne alle komplett sammeln. Ich meine, das sind ein paar, ja. Aber da haben wir die ganze Map. 73 Aussichtspunkte, insgesamt 13 haben wir schon. Das läuft. Das kriegen wir locker flockig hin. Außerdem sehen wir dann, was hier in der Umgebung so alles zu tun ist. Hier haben wir noch so eine Codex-Seite. Ich gucke mir das mal an, ob wir da dran kommen. Die Codex-Seiten, das interessiert mich auch irgendwie. Irgendwas reizt mich daran. Und ich würde gerne diese Codex-Seiten mir schnappen. Sind das die Leonardo da Vinci dann auf entschlüsselt? Ist das so? Oder ist das was anderes? Weil wir haben ja da zu Hause bei uns auf dem Anwesen ja auch so eine Wand. Da müssten ja Codex-Seiten dran geklatscht werden. Ich glaube, das sind die hier, oder? Meine ich. Aber die werden immer sehr gut bewacht. Hier, ne? Das sind die doch. So, was? Wer bist du eigentlich? Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. So, Freunde, ich will hier rein. Ich brauche die Codex-Seite. Darf ich rein? See or no? Wohl nicht. So, kann ich hier irgendjemanden anheuern? Irgendwelche Dirnen? Frisch gefangene Igel. Der Palazzo Medici. Datenbankzugang. Vielen Dank nochmal. In den Kommentaren hat man gesagt, dass es sehr gefällt, dass ich alles vorlese. Was ich allerdings nicht vorlese, sind die Einträge für die Orte. Das finde ich doch ein bisschen übertrieben. Immer sehr interessant, aber es sprengt den Rahmen. Ich habe ein Elixier aus es ist leider so. Granatapfel gebraucht. Das ist schön. Granatapfel. Ich liebe Granatapfel. Ein Elixier? Würde ich gerne mit mir schnappen. Wo sind denn hier die Dirnen? Oder irgendwelche Banditen? Die sind doch hier sonst immer in der Nähe. Warum ist jetzt keiner da? Weil ich muss ja irgendwie an denen vorbei. Oder kann ich die einfach umbringen? Ich meine, ich will die gar nicht umbringen. Aber was ist mit dir? Hilfe, Wache! Ein Mörder! Was? Was ist das für einer? Verstehe ich nicht. Warum haut der ab von mir? Moment, ist er auf der Karte markiert? Nicht wirklich. Okay, die Dirnen und so, die sind auch nicht markiert hier auf der Karte. Ja, ist blöd. Ich geh mal hin. Ich guck mal, ob ich die einfach umbringen kann. Frischen Schafsurin, das ist ja toll. Das ist ja ein Dream. Hey, Freunde. Aua, sag mal. Weißt du, was wir mit einem Kaffone wie dir machen? Ja, umbringen. Ich habe hier ungelöste Morde. Das freut. Endlich jemand mit Mut und Prinzipien treu. Wie kann ich denn nochmal... So, ne? Oh mein Gott, da kommen sehr viele. Shit. Das habe ich nicht erwartet. Tschüss. Das war einer. Inspiration von der Abfahrer
Okay, so erwischen wir die natürlich. Oh, sogar den Dicken haben wir so erwischt. Und jetzt hauen die ab. Ja, haut ruhig ab. Das ist besser für euch. Es ist nicht optimal, ja, aber ich brauche diese Codex-Seite. Eine nämlich. Sonst ist hier nichts. Sonst ist hier nichts. Wir könnten die natürlich plündern. Ich könnte mal den Dicken hier plündern. Wo ist denn der? Ist er das? Wir werden jetzt natürlich 5 Florin. Dein Ernst. Okay, ich sehe gerade hier so ein Ding. Und damit können wir, jawohl, unseren Bekanntheitsgrad sehr, sehr vermindern. Okay, wir gucken mal, was dieses Templer-Versteck hier ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Wir interagieren mal. Mal gucken, was wir da bekommen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Waren wir da schon mal bei so einem Versteck? Was gibt's denn da? Wenn sie auf Dächern nicht... Ich kann nicht weiterlesen. Was ist hier passiert? Haus Friedensbruch im Jahr 1479. Den Palazzo Medici infiltrieren und Lorenzo vor den Templern retten. Das akzeptieren wir. Lorenzo, wir werden dich retten, natürlich. Was denkst du denn? Warnung, neuer Status gesucht. Sind wir nicht immer gesucht? Wow, wow, wow. Hier sind schon einige gestorben. Was ist hier passiert? Signor Lorenzo? Okay. Lorenzo ist leider verhindert. Ach so, ist das so. Hey, du bist der Mörder von Francesco De Pazzi. Packt ihn. Das ist wahr. Wobei... Ja doch, wir sind der Mörder. Das ist richtig. Das kann man so stehen lassen. Komm her. Komm her. Und auch da muss ich Dank in die Kommentare schreiben. Ich soll doch bitte, was zum Henker mache ich da? Den Konter erlernen und professionell einsetzen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Das klappt wunderbar. Ja. Ich muss das richtige Timing erstmal hinbekommen. Okay, das ist wirklich nicht das richtige Timing irgendwie. Ich weiß nicht warum. Irgendwas mache ich falsch. Vielleicht sollte ich mal das Schwert nehmen. Damit geht's besser. Kommt her, Freunde. Ihr wollt doch nicht gegen mich kämpfen. Ist das euer Ernst? Ciao. Ah, das ist eine härtere Nuss, wie es aussieht. Aber auch er wird kein Problem sein für uns. Okay. Der ist wirklich hart im Nehmen, der Typ. Aber nicht mit uns. Mal gucken, wie viel er hat. 5 Florin. Ich sag 6. 3. Dann brauche ich die anderen gar nicht erst mir anschauen. Das ist... Nee. Das lohnt sich ja mal gar nicht. Okay. Müssen wir wieder hoch? Wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Von hier kamen wir, glaube ich. Oder kamen wir von da hinten? Ich weiß es nicht. Hier sieht es aus, als ob man hier hochklettern könnte. Verdächtig sogar. Versuchen wir einfach mal den Parcours hier zu schaffen. So. Wenn das denn richtig ist, was wir hier treiben, noch weiß ich es nicht. Hier gehen wir einfach wieder zurück. Nein, hier geht's nicht zurück. Hier können wir lang. Okay. Ah, hier kann man hoch. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich von da unten nicht gesehen. Und hier könnten wir runter. Und das tue ich doch mal. Sogleich. Wunderschönes Gemälde hier übrigens. Aha. Ein Hebel. Den sollen wir wohl betätigen, wie es aussieht. Wie viele böse Buben haben wir hier? 1, 2. Ja, das dürfte kein Problem sein. Der sieht uns.
Ihr da! Lenzu! Oh nein, Freundchen! Wo ist der? Scheiße! Dein Ernst? Dort, auf ihn! Oh mein Gott! Okay, das lief nicht optimal, muss ich sagen. Beide auf mich? Seid ihr denn wahnsinnig? Doch keine Chance. Tschüss. Wir haben 13.000 Florin, sehe ich gerade. Wir könnten wahrscheinlich uns ein paar Sachen kaufen. Aber eins nach dem anderen. Erstmal den Hebel. Was auch immer der macht. Öffnet ein Gemälde ein Stockwerk höher. Bedeutet, wir müssen wieder hoch. Und das geht doch ganz einfach von hier. So. Von der anderen Seite. Von hier aus geht es nicht. Oder? Wie kommen wir denn da hin? Sind wir ja richtig? Wir können über die Gemälde. Okay. Wow. Das sind aber stabile Gemälde, wenn die einen ausgewachsenen Mann aushalten. Nicht schlecht. Sowas will ich auch im Zimmer hängen haben. So. Und rein mit uns. Die erste Etage erreichen. Was wir hiermit geschafft haben wahrscheinlich. Was klimpert hier so? Ich will wissen, was hier klimpert. Da oben klimpert irgendwas. Ist ein Hebel? Kommen wir da hoch? Ja, hier schon. Wie komme ich denn da hoch? Was soll denn diese Kamera... Vielleicht kann ich... So kann ich da hoch. Alles klar. Wunderbar. Klappt doch wunderprächtig. Geheimer Bereich entdeckt. Oh la la. Oh la la. Ja, hallo. Das schaue ich mir doch glatt an. Also wenn ich einen geheimen Bereich gefunden habe, dann will ich jetzt auch ein paar Florin sehen, Freunde. Mindestens 200. Mindestens nochmal 200. Einfach so 500 Florin bekommen. Ich bin zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Wer bist du denn eigentlich? Kann man nicht plündern? Kann man nicht. Ich weiß, dass ich da unten ein Geräusch gehört habe. Das kann nicht sein. Florin. Die Hälfte durchsucht den Hof. Die anderen kommen mit mir. Die Kapelle untersuchen. Ja, mach das mal. Dann untersuchen wir die Geheimgänge. Was ist mit Lorenzo? Jetzt ist Lorenzo schon tot. Was? Wie, der ist schon tot? Du spinnst wohl. Wir sind doch hier, um ihn zu retten. So, wir gehen mal direkt rein. Oh. Mach doch keinen Scheiß. Tschüss. Okay, die Gegner sind wirklich... Okay, den kann man nicht greifen. Ihn schon. Und einfach mal zack. Kommt her. Wer traut sich? Na? Okay, bitte sehr. Du bekommst deine Strafe, weil du als Erster auf mich losgegangen bist. Das ist wieder so eine harte Nuss, wie es aussieht. Aber. Autsch. Oh mein Gott. Boah, war ein knappes Höschen jetzt. Ich sollte ein bisschen Medizin nehmen. Denn wir sehen echt übel aus. Das lohnt sich überhaupt nicht. Hier Medizin haben wir noch. So ist es besser. Okay. Alter, die Leute da.
ausrauben mit 3 Florin. Ich mach das nicht mehr. Da ist mir zu blöd. Was gibt's denn hier? Das Fenster ist offen, ich weiß. Aber ich guck nochmal gerade, was es hier gibt. Hier geht's einfach nur wieder runter? Wohin denn runter? Hä? Die Tür war vorhin aber zu, oder? Kann das sein? Ich glaube, die Tür war zu. Das ist jetzt wahrscheinlich einfach nur eine Abkürzung. Falls wir richtig verkacken sollten und hier wieder starten. Aber jetzt müssen wir einmal durchs... Einmal durchs Fenster. So. Mal gucken, wo wir hier so hinkommen. Das sieht nach dem Weg aus. Okay. Und hier ist noch ein Fenster. Oh mein Gott. Ganz ruhig, Kollege. Alter, ich sehe nichts. Ich hau einfach drauf. Ich sehe nichts. Ich komme nicht weg. Tschüss. Das war er. Und das bist du. Einfach mal durch die Schulter gezogen. Okay, diese ganz normalen Gegner, das ist gar kein Problem. Die kriegen wir locker flockig weg. So. Das sieht nach dem richtigen Weg aus. Alter, die Kamerafahrten manchmal, ne? Da ist schon wild. Da ist noch ein Gegner. Da ist noch ein Gegner. So, hier können wir hoch. Und von hier können wir darüber. Alles klar. Kann ich den eigentlich von hier Angriff? Du wirst nicht entkommen. Ernsthaft? Du kommst hier hoch. Tschüss. Lorenzos geheimes Versteck aufsuchen. Laju, guter Versuch. Einfach mal durchgestoßen. So, wo ist denn sein geheimes Versteck? Hier? Noch weiter oben? Oder einmal hier drumherum? So, wir gucken uns mal um. Lorenzo, verdammt! Jemand muss einen Weg hineinfinden. Okay, der sieht krass aus. Krasse ihr habt Rüstung. Ihr gehört, ihr zwei. Holt eine Leiter. Es wimmelt nur so von Parcours. Da hinten müssen wir also hin. Müssen wir die angreifen oder müssen wir das gar nicht? Also ich würde die schon gerne alle umhauen, ne? Aber wenn das nicht sein muss. Wenn das nicht sein muss. Lorenzo kommt nicht raus. Warum dauert das so lange? Ich überlege gerade von hier. Wenn ihr nicht so laut wäret, hätte er uns nicht kommen hören. Merda, du schreist doch um. Merda. Ihr alle, kümmert euch um euren Kram und haltet Wache. Wir bringen die erstmal um. Scheiß auf euch alle. Meine Leiche ist heute nicht etwa. Das ist doch nicht etwa. Na, kommt schon. Traut euch. Alter, der hat uns so viel abgezogen mit einem Hieb. Na, komm. Warum trifft er uns? Können wir das nicht blocken? Okay, anscheinend können wir... Seitenschritt ist der Weg. Hab verstanden. Und tschüss. Einmal durch die Rüstung durch. Nee, ausrauben will ich euch jetzt nicht. Das lohnt sich überhaupt nicht bei euch. Ich frage mich nur, ob man die überhaupt umbringen muss oder nicht so. Das ist halt die Frage jetzt. Ich mach's trotzdem halt.
So. Weil die sehen uns ja, wenn wir hier rumspringen. Die sehen uns sowieso. Das macht ja keinen Unterschied. So. Ist das hier der richtige Weg? Das sieht alles nicht so richtig aus, ehrlich gesagt. Hm. Ich glaube, wir müssen einfach nur hier drüber, oder? Einfach nur in diesen Raum kommen. Ich weiß nicht, warum ich die jetzt umgebracht habe. Wir hätten einfach hier runtergekonnt wahrscheinlich. Und schon sind wir im Schlafzimmer. Im Schlafgemach. Wie kommen wir jetzt hier hoch? Über das Gemälde? Nein. Auch nicht. Vielleicht von hier. Das sieht schon besser aus. Um einiges besser. Ah, okay. Oh. Ist wahnsinnig. Alter, wo springt denn der hin? Also manchmal, ne? Wo waren wir nochmal? Hier. Der springt manchmal, wo er überhaupt nicht hinspringen soll. So. Das war wieder sehr knapp. Und jetzt hier rüber. Geht das? Ja, ja, ja. Hier ist nämlich der Hebel. Der geheime Hebel, weißt du? Voll offensichtlich zu sehen. Jetzt können wir da hin. Okay. Ja, das macht Sinn. Okay, aber wir müssen ja irgendwie da hinkommen. Wie kommen wir denn da rüber? Ach, die Tür ist jetzt geöffnet. Wer hat denn jetzt die Tür geöffnet? Die war doch vorher nicht... Nee, egal. Ist egal. Ist egal. So. Jetzt nehmen wir den richtigen Weg. Ach, der Schrank hat sich bewegt. Der Schrank hat sich bewegt. Deswegen ist das jetzt hier offen. Mhm. Muss man erstmal sehen. Hab ich gar nicht gemerkt. So, ist das jetzt das Versteck von Lorenzo? Autsch. Lorenzo? Bist du's? Zurück! Ah, Lorenzo, ganz ruhig. Senkt euer Schwert. Ich bin's. Ezio Auditore. Wieder habt ihr mich gerettet. Noch zuerst nicht. Kommen Sie in meine Kirche, nun in mein Heim. Ich werde sie jagen. Sie werden euch nicht mehr belästigen. Seht euch um. Das ist eine meiner Schatzkammern. Ihr dürft euch davon nehmen, was ihr wollt, als Dank für eure Hilfe. Das hätte ich eh gemacht. Ich denke, dass mein Heim... nun. Ja, Signore. Dank für euer großzügiges Geschenk. Ich muss gehen. Aber ich komme wieder, wenn alle Pazzi tot sind. Okay. Ja, wir schnappen uns mal alles. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Gar kein Problem. Ich schnapp mir mal die Florin, die hier rumliegen. Die braucht ihr ja wohl nicht mehr, ne? So, wieder 250. Alter. Nice. Das ist mal eine nette Beute. 1000 Florin haben wir hier bekommen, wenn ihr jetzt hier 250 bekommen. Einfach mal so. Und was ist hier in der fetten Kiste? Was haben wir hier Schönes drin? Das dürfte ja mit dem Assassin-Grab so nichts zu tun haben, ne? Was haben wir bekommen? 3200. Okay. Das ist ein ganz netter Betrag. Lorenzo gerettet, synchronisiert die Erinnerung. Das war wichtig. War eine nette Nebenquest, muss ich sagen. Aus Friedensbruch, haben wir geschafft. Hat mir sehr gefallen. So. Ich würde gerne schauen, ob wir hier noch die restlichen Codex-Seiten finden. Die Aussichtstürme, die machen wir natürlich nebenbei. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt aktiv verfolgen soll. Palazzo Medici, Datenbankzugang. Schau mal gerade auf der Map. Palazzo Medici, ja, ja, alles gut. Das wollte ich gar nicht. Das hier wollte ich. Das ist, was ich möchte, was mich interessiert. Hier ist noch eine Codex-Seite, sehe ich gerade.
Die sollten wir uns auf jeden Fall auch noch schnappen. Schlägerei. Ja gut, solche Dinge sind mir egal. Die Schätze hier, wenn wir an einem vorbeilaufen, nehme ich gerne mit. Aber muss auch nicht. Leonardo. Ich frage mich, ob wir... Moment, kann ich da hinreisen eigentlich jetzt? Da ist doch so eine Schnellreisestation. Kann ich nicht, ne? Ich kann nur von Schnellreisestation zu anderen reisen, oder? Glaube ich. Müsste eigentlich. So, hier müsste es noch einen Schatz geben irgendwo. Ist er hier unten? Da unten ist er. Wenn wir schon da sind, schnappen wir uns das gute Stück. Die ganzen... Ich würde sagen 120 Florin. 287, ja hallo. Das war jetzt unerwartet, aber ein netter Betrag. Ich gehe mal zu Leonardo da Vinci und schau mal, ob wir was mit der Codex-Seite hier anfangen können, die wir vorhin aufgesammelt haben. Okay, komm ich hier hoch? Komm ich hier hoch? Komm ich hier? Nein? Nein, nicht so? Man kommt hier nicht hoch wahrscheinlich. So, dann gehe ich doch mal hier einfach entlang. Ja, das tut doch überhaupt nicht weh. Tu doch nicht so, Ezio. Ich bitte dich. Keinem Parkourläufer tut sowas weh. Okay. Ich weiß nicht, ob wir jede... Basilica di San Lorenzo. Moment mal. Hier ist so ein Auge. Hier können wir... Oh Mist, das wollte ich gar nicht. Wo ist denn diese Basilika? Unser Kämpfe nähert sich. Was? So lacht und tanzt und singt. Willst du mich verarschen, Mann? Der ist sein okay. Das hier ist es wohl. Ja, ja, erzähl mal. Ja, darf ich mal hier durch? Ich singe euer Loblied. Ich war so ein Idiot. Bitte verzeiht. Scheiße. Es tut mir leid. Was tue ich denn? Ich muss hier weg. Ich glaube, ich muss hier hoch. Ich möchte das Geheimnis hier finden. Die Wahrheit möchte ich herausfinden. Aber warum nicht einfach gehen? Alter, wohin läuft denn der? Also die Steuerung hier teilweise, ne? Marke, was stimmt nicht mit diesem Teufelsbraten? Komm ich hier hoch? Jawohl, komm ich. Okay, hier irgendwo muss es doch was geben. Da oben, oder? Da oben vielleicht? Oder hier irgendwo? Wir müssten irgendwo diese Glyphe finden. Suchen und finden. Da oben leuchtet auf jeden Fall irgendwas. Was ist es, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist das die Glyphe. Vielleicht auch nicht. Es ist nicht die Glyphe, es ist eine Feder. Okay. Nehme ich natürlich auch. Da ist die Glyphe. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt, Freunde. So. Dann komm mal her. Denn die Wahrheit möchte ich auch rausfinden. Sie waren fast alle Helden. Aber siehst du, wie der Stammbaum unterbrochen ist? Das Netz der Geschichte fängt die Helden und Menschen stehlen, was ihnen nicht gehört. Das stimmt. Das ist wahr. Zeig mir dein Geheimnis. Datei freigegeben. Brüder. Brüder. Okay, sowas hier wieder. Alles klar. Das mittlere können wir nicht drehen. Das heißt, wir orientieren uns an dem Ding hier. Das dürfte stimmen. Okay. Das sieht gut aus. Jawohl. Was? Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh. Oh. Oh, das. Ich hasse sowas. Okay. Okay, dann müssen wir den in die Richtung, glaube ich. Dann den hier hin. Und dann einfach nur wieder zurück. Und der Satan sprach zu Kain. Schwöre mir bei deiner Kehle und wenn du es verrätst, wirst du sterben. Oh Gott. Okay, die Rätsel werden knackiger. Die werden knackiger. Vollkommen zu Recht sogar. Aber das ist okay. Das ist okay. Das wollen wir ja. Es soll ja nicht so einfach sein. So, das hier sieht so richtig aus. Huch. Ja.
Oh mein Gott. Okay, wir machen den hier erstmal. Der müsste so sein. Okay. Wow. Was? Ja, ich drehe erstmal das Ding hier. Das muss hier hin. Das heißt, ich kann den hier wieder alleine bewegen. Oh mein Gott, das wird sehr knackig werden, oder? Was ist denn jetzt falsch? Der äußere ist falsch. Jetzt nicht mehr. Und dies alles geschah im Geheimen. Oh mein Gott. Noch eins. Uiuiui. Okay. Die Dinger, die man halt so machen kann, alleine, das ist ja alles noch schön und gut. Aber wenn es dann so weit kommt, dass sich zwei gleichzeitig bewegen, dann wird es knackig. Nein. Ja. Mhm. Oh Gott. Oh Gott. So, wo muss der jetzt hier hin? So, das sieht gut aus. Und Kain sprach, ich bin wahrhaftig Mahan, der Meister deines großen Geheimnisses. Kommt da noch was? Oh, natürlich kommt da noch was. Alter, was ist das denn? Okay, da sehe ich jetzt erstmal gar nichts drin, muss ich sagen. Ah, war das schon richtig? Ich glaube, das hier ist schon richtig. Oh Gott. Oh Gott. Moment mal. Okay, ich muss den hier erstmal richtig stellen, damit ich... Okay, ja, so rum. Dann ist das so richtig. Das wird schon... Oh Gott. Oh mein Gott. Bitte nicht. Nein, nein, das sieht auch nicht richtig aus. Das sieht richtig aus. So, Moment. So, dann können wir den äußeren komplett drehen. Bedeutet natürlich, ich muss das hier wieder drehen. Und natürlich auch diesen hier wieder drehen. Umständlich ohne Ende, aber hey. Was will ich alles tun, um das die Wahrheit rauszufinden, oder? So. Und gleich sollten wir eigentlich... Darum wurde kein Meister Mahan genannt, Meister Mahan genannt und rühmte sich seiner Schlechtigkeit. Was das jetzt? Oder? Ja, okay. Obacht! Das keins Mal! Ja? Was heißt das? Passcode gefunden! Dann geben wir das doch direkt mal ein und die Datei ist somit freigegeben. Okay, wir spielen mal alle ab. Ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Bei der Wahrheit, was mir das zeigen soll. Ich kann mir nichts darunter vorstellen, ehrlich gesagt. Okay, Freunde, das war eine kurze Aufnahmesession, aber wir haben ein Assassinengrab ausgehoben und ein Templerversteck. Und das ist einiges. Wir sind noch nicht so oft gestorben. Es lief ganz gut, finde ich. Aber beim nächsten Mal werden wir in jedem Fall uns weiter umsehen hier in Florenz, ein paar Sachen noch aufdecken, ein paar Codex-Seiten finden und Leonardo da Vinci besuchen. Natürlich, warum auch nicht? Und dann werden wir wahrscheinlich auch mit der Hauptstory weitermachen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.